Hallo meine Rambas, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks mit dem KV85, den ich selber so gar nicht so wirklich gespielt habe, muss ich gestehen. Also ich bin ja selber eher so damals mit dem noch alten 1S unterwegs gewesen. Der war mir eher ein Begriff, aber der KV85 nie wirklich angezockt, weil ich den da schon durch hatte und dann hatte ich gesagt, okay, no need. Deswegen umso schöner und umso besser, wenn wir jetzt hier praktisch den alten Bayer, Servus an dieser Stelle, alter Bayer, Servus, mit dem KV85 sehen, auf der Karte Fischerbucht. Und es ist ein fast reines Tier-6-Gefecht. Auf der Gegnerseite gibt es einen ganz, ganz kleinen ELC AMX, aber sonst Tier-6 only. Und du guck mal, was er hier so anstellt. Schau mal, untypisch für seinen Fahrtweg, wohin er fährt. Normalerweise fährt man als Heavy gerne hier drüber in die Stadt. Wir schauen nochmal uns den Durchschlagswert an. Schaden 250 mit 170 Durchschlag, mit Premium 210 und der Schaden bleibt der gleiche. Wobei 170 auf Tier 6 schon ordentlich ist. Damit kann man schon arbeiten. Und ja, die spielen hier gleich sehr aggressiv. Ist schon mal sehr sympathisch, dass hier gleich direkt Richtung Gegner gefahren wird und hier durchgefahren wird. Aufpassen auf eine Gegnerart, die sollte man schon. Da ist auch schon der erste Jagdpanzer. Jagdpanzer. Auto-Aim ist drin. Erster Hit sitzt. Der Jagdpanzer will jetzt hier umfahren scheinbar, aber naja, der ist schnell weg. Der hat nicht lang gebraucht, bis er zerstört war. Und hier geht die Maschine gleich weiter. Also es wird hier nicht gestoppt oder gewartet, sondern zack, hier wird durchgefahren. Jetzt der VK. Warte, schießt daneben. Der MT25 fährt durch. Jetzt schießt er den und rammt den vielleicht. Ah, minimal davor. Bevor er ihn rammen konnte, ist er schon zerstört. Aber weiter geht's. Hier wird nicht lang gefackelt. Hier wird einfach schön hartes Tempo gegangen. Ganz, ganz nice. Einfach durch. MT25 bedankt sich auch an dieser Stelle, dass ihm da geholfen worden ist, weil auch das ist keine Selbstverständlichkeit, dass wenn ihr eine Vorfahrt, dass die anderen gleich nachziehen. Kennt man sonst eher ein bisschen anders. So, der Typ oder Type hier ist schwierig bis nicht zu beschießen. Ein Aimen, da kommt er doch schon drauf. Trifft auch, sehr gut. Ein Schuss noch und der wäre weg. Aber, ah, da ist er wieder. Ja, da ist er weg. Sehr schön. Schön zerstört. Und hier unten fahren die Leute immer noch weiter. Schönes Tempo gehen die hier. Und da jetzt ein OI. Ist natürlich ein sehr kleines Ziel. Schwierig zu beschießen. Und ja, ob der Blind Hit getroffen hat, ist natürlich unklar, allerdings auf jeden Fall immer auf den Turm dann schießen. Da kommt man nämlich noch gut durch. Ah. Und eben unten ist nicht so leicht, also deswegen oben auf dem Turm. Aber gut, jetzt dreht er sich zeitlich hin, also jetzt geht's dann entspannt. Und damit kann er den Killshot klar machen. 1559 Schaden schon. Das läuft. Und jetzt hier die Damage Pinata, den Tock. Oder den KV85, einer von beiden stellt sich schon rein in den Schuss. So, da ist er wieder. Da kommt er nochmal drauf. Zack. Jetzt muss er nur ein bisschen aufpassen, weil unten ist er jetzt hier alleine. Ah, schöner Hit. Weil unten alle anderen seines Teams sind hier unten zerstört worden. Aber scheinbar stört ihn das nicht. Er fährt trotzdem weiter. Na, auf den 150er. Sehr schwer drauf zu kommen. Aber er hat ja dann noch einen KV-2 als Gegner. Oder auch einen 85er. Auf den er besser drauf kommt. Und da klappt es auch schon mit dem Damage. KV-2 zieht sich zurück. Und der 85er, der gibt ihm dann nochmal die Chance. Und da ist er auch raus. Das Nashorn macht den Nachschuss. Also da hat er den Blind Shot
Ganz klar getroffen. So, KV2, KV85 und die Ati. Das noch die drei letzten Gegner. Mal schauen, ob er noch was an Kills bekommt. Jetzt hat der KV2 mal das Nashorn noch weggemacht. So, jetzt müsste gleich die Ati aufgehen. Jetzt wird er von hinten getroffen, vom 85er. Jetzt macht er aber den KV2 weg. So, wo ist die Ati? Und da ist der 85. Und jetzt noch der letzte. Und zwar die Ati. Und dann war das ein schönes Replay, wo der russische KV sehr gut in Szene gesetzt wird. Schön schnell gespielt. Hat gezeigt, dass er dementsprechend nach wie vor noch ein sehr, sehr guter Panzer ist. Und die Ati macht das, was hier mittlerweile immer nervig ist, dass die letzte Ati sich da hinten hinstellt und bevor sie zerstört wird, dann noch immer versucht, einen mitzunehmen. Sollte man hier so ein bisschen unter der Brücke nochmal stärker abschrägen, dass man gar nicht mehr dahinter kommt, weil wie gesagt, es ist nur Zeit in die Länge schieben, bringt gar nichts, ist total sinnlos, aber naja, er hat noch so viele Hitpoints, selbst wenn sie treffen sollte, sollte das immer noch klappen. Er ist noch im Reload, jetzt nicht mehr, hat hier HE geladen. So, Ati hat getroffen, harter Schaden, 671. Und jetzt macht er sie weg. Ja, dementsprechend angezeigt 3218 Schaden. Effektiv durch die Blindshots waren es aber knapp 4000, nämlich 3941. Ja, wie gesagt, KV85, ein guter Panzer, definitiv für Tier 6, immer noch sehr brauchbar. Und so eine Art ist eher nervig. Naja, das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba. Tschüssi.